Der Landesfeuerwehrverband Sachsen hat einen neuen Vorstand. Als Vorsitzender wurde am Wochenende in Görlitz Andreas Rümpel, Leiter der Berufsfeuerwehr in Dresden, gewählt. Stellvertreter sind Ingolf Hönsch aus Bernsdorf, Uwe Setzki aus Görlitz sowie Gunnar Ullmann vom Kreisfeuerwehrverband Erzgebirge. Bei der Delegiertenkonferenz wurden auch aktuelle Probleme besprochen. Fehlende oder veraltete Ausrüstung, Nachwuchssorgen und Personalmangel bestimmten auch die Diskussion. Rund 2000 Teilnehmer waren zum Landesfeuerwehrtag angereist. Sie präsentierten Technik und Können. Besuchern wurden Vorführungen geboten. Kinder konnten sich an der Wasserspritze ausprobieren. Im Stadion der Jugend wurden die 13. Landesmeisterschaften im Feuerwehrsport ausgetragen.